Nachdem wir so Unmengen, ich sag Unmengen, also es sind dann wirklich unfassbar viele Maps, die wir jetzt von euch gespielt haben, haben wir uns jetzt mal gedacht, hey, wir werden jetzt einfach mal wieder eine Map spielen, die nicht für uns kreiert wurde, sondern die einfach so frei, fröhlich und fromm von Sam Gamzi Makara kreiert wurde. Und zwar Point Blank. Ob wir da drin den einen Ring finden werden? Ja, bestimmt. Hm. Und da ist eine kleine rosa Katze drauf eingraviert. Oh. Nee, wir haben uns gedacht, wir haben so viele Maps speziell für uns zugeschickt bekommen. Da fühlen wir uns einfach zu speziell bei. Ne? Das heißt, was zu Besonderes. Wir wollen nicht irgendwann Gefahr laufen, dass wir abheben, weil dann ne, oben Flugsteuer und so, ne, ist so teuer. Und deswegen machen wir eine gewöhnliche Map. Genau. Um diesen Kontrast noch einmal zu erleben. Richtig. Ja. Legen wir direkt los, oder? Ich, ja. Okay, lass uns direkt loslegen. Ja, okay. Yay. So, frisch ausgehustet geht's hier weiter und mit Karten. Karten? Wir machen jetzt ein Kartenspiel. Nicht mit Kartenmen, sondern mit Karten. Ja. Und der Kammernbert ist auch mit dabei. Cool. Was machst du da eigentlich? Ich hab Spaß. Das sehe ich. Darf ich auch Spaß haben? Na klar, solange ich nicht involviert bin. Yay. Okay, da kommen wir her. So. Ich freue mich. Ich drücke mal hier drauf. Vielleicht das. Oh, das ist der. Oh. Der größte Spaß seit Jahren. Oh, das ist der Ausgang. Der ist aber ein schöner. Knürfel, wollte ich gerade sagen. Knürfel. Okay, lass uns lösungsorientiert arbeiten. Wir springen 10 Meter weit. Okay. Ich halte das für eine gute Lösung. Weil dann sind wir am Ziel. Oh. Was denn? Hier unten könnte eventuell ein Peter irgendwann rauskommen. Richtig. Aber nicht jetzt. Wir haben hier eine Portalfläche. Mhm. Oh. Du gingst von dannen. Ich ging von dannen. Dort oben haben wir einen Laser. Wo muss der Laser hin? Oh, der ist doch schon ganz gut da. Der öffnet aber die Tür dann da hinten. Können wir da irgendwas hochschmeißen? Ne, da oben ist der irgendwas. Da kann der Würfel reingeplättet werden. Mit einem Peter. Aber da ist ja ein. Ach ja, das ist aber ein. Ne, da schwebt ja, der darüber. Ja, ja. Und dann, durch Magie, öffnet sich das Tor. Und dann haben wir auch gleichzeitig noch eine Suppe. Ja, super. Eine Suppe? Wegen Magie? Nee, ah. Nein. Ja, kam nee. Nicht an. Doch. Also, wenn man sowas erklären muss, dann ne, heißt es. Ja, okay. Es liegt dann aber meistens an dem Partner, der es einfach nicht versteht. Mm. Ja, kann ich ja jetzt nichts für. Gut. So. Was haben wir denn? Ich meine, ne? X. Wir sind hier ziemlich. Wieso? Überschaubar gehalten. Wir brauchen ein X und ein Viereck. Wir brauchen. Da hast du ganz recht. Ich würde aber trotzdem mal. Mach nochmal das. Wir können hier ja an der Seite uns den. Hier, ne? Die Bridge einholen. Ja. Und weiterleiten. Wann kommt denn die Bridge? Die kommt, wenn ich da oben drauf stehe. Da kann ich aber nur rein. Da oben. Stell du dich mal da drauf. Okay, ich stelle mich mal hier rauf. Mhm. Yep. Boom. So, die Bridge kommt jetzt so. Oh, und oh, die Tür ist offen. Warum ist die Tür offen? Die Tür oben ist offen? Ja, geh mal raus. Geh mal runter. Ich geh mal raus und runter. Ja, jetzt kannst du durch die Tür. Dann geh ich da mal durch die Tür. Den Würfel aber ist der, hier. Guck mal auf den Laser da oben. Ist der aus oder wie oder was? Ich bin auf der anderen Seite. Ja, ist der Laser? Gerne. Nee. Der ist an. Der gelbe Trampelfahrt, die gelben Brotkrumen kommen von. Der Trampelfahrt. Ach so. Okay, also mit dem Laser wird hier dieses ausgestellt. Mhm. Ich erkenne es. Ich stelle mich mal hier drauf. Oh, ein Peter. Der Peter ist an. Ich vermute mal, die Bridge brauchen wir erst später. Glaube ich auch. Bist du da eingeschlossen? Das ist ja kein Problem.
Aha, aha. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Peter da hochkriegen. Komme doch einfach mal raus. Ich komme raus? Weil, dann kannst du hier wieder rein. Ich kann da noch einmal durch. Boom. Ich kann Portale setzen. Und dann, so. Ja. Ich bin Geigerzähler. Ach so, ja. Kann der Peter da? Geh wieder nach draußen. Ja, ich gehe jetzt wieder, ne? Ja. Ich hab meinen Spaß, so ist nicht. Ja, ist gut. Wie kriegst du denn den Würfel da hoch? Hör mal. Wieso ich? Achso. Ja, stimmt, ich muss den. Ich hätte den hier rein mitnehmen können. Ne, hier unten, das geht ja gar nicht. Da ist ja ein Gitter vor. Ja, eben. Ein Gitter. Wir müssen den irgendwie da hochkriegen. Wobei, wir können. Wow. Yeah, was können wir denn? Warte mal. Ich muss mal gerade was gucken. Er kommt ja hier oben, kommt er raus. Das ist richtig. Kannst du den noch irgendwie umlenken? Ich könnte. Ne, sind nirgends Portalflächen gegenüber. Mhm. Ne, verdammt. Oder kannst du dir das Portal dann hier setzen? Weil du bist ja dann draußen. Du kannst es dann ja umlenken. Welches Portal? Das, was da unten ist. Den Peter? Ja. Yeah. Das da? Wobei das, ja... Was bringt's mir? Weiß ich nicht, mach einfach mal das Portal. Okay. Du bist ja dann draußen, du kannst dann ja... Oh, ein Könner. Yeah. So. Das ist ja ganz reiti so. ja. Ach so, Moment. Na klar. Ich kann jetzt ja. Kann ich das? Du kannst. Ich kann ja hier nicht durchschießen. Du kannst rote Portale. Nee. Wie, du kannst ja nicht durchschießen? Na, hier ist Glas. Das stimmt, aber du kannst doch. Ich hatte jetzt nämlich, ansonsten hätte ich gedacht, hier, guck mal. Wenn jetzt der Peter an ist, dann könnte man. Lässt man das da hochziehen? Genau, dann kann man den hier so, ne, hochschweben lassen. Und dann setzt man das Portal dahin und dann ist er oben drin. Das müsstest du aber machen, glaube ich. Ja. Ne? Wieso? Also, du kannst doch jetzt einfach reingehen. Ich muss dich da nicht drin einsperren. Also ich meine, ich muss dich da drin einsperren. Ja. Ne? Ich kann jetzt raus. So. Ist ja alles ganz, ne, und so. Aber wie komme ich da jetzt ran? Kann ich den hochschmeißen einfach? Du kriegst den Peter jetzt nicht. Nee. Das ist das Problem hier gerade mal. Können wir, nee, Würfel einfach da reinschmeißen geht auch nicht. Können wir da irgendwo Schwung holen, irgendwas reinwerfen oder so? Komm du mal hierher, bitte. Mhm. Ach nee, kannst du ja gar nicht. Ich muss, verdammt. Möchtest du da raus? Verdammt. Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich, aber kann, nee, kann ich den... Was für, ach so. Also was ich machen könnte, ist, ich könnte jetzt direkt, bevor ich hier reingehe, könnte ich mein rotes Portal da unten hinsetzen, zu dem Würfel. Ich dachte gerade, ich könnte im Portal hier reinsetzen zu dir, dass ich da reingehen kann, aber das geht ja weg, wenn ich hier reingehe, die Fläche. No? Ja, nee, aber... Aber du hast deine Portale ja frei, doch, das ist alles gut. Du kannst ja doch da unten jetzt rein. Theoretisch. Und ich kann dann da auch... Na, du setzt also, einfach mal... Ich hätte jetzt... Setzt du mal... Sprich weiter. Ich hätte jetzt das, was du gesagt hast, wenn ich jetzt... Ich kann nochmal rauskommen. Ja. So, dann stelle ich mich unten da auf den Knopf. Ja. Sodass das Kraftfeld aus ist. Ja. Dann, muss ich ja nicht mal. Egal, ich stelle mich auf den Knopf da, meine ich. Dann kannst du hier rein, kannst da ein Portal hinsetzen und da zum Beispiel. Genau. So. Dann gehe ich wieder, dann gehst du da rein. Du kannst jetzt einfach durch deinen... Nee, kannst du gar nicht, weil dann sind die auch weg. Nee, aber ich kann dann da ja jetzt... Also es wäre jetzt der gleiche Zustand wie jetzt, im Grunde genommen. Aber dann kann ich durch deine Portale rausgehen und mich um den Würfel kümmern. Also ich soll einfach nochmal reingehen hier. Genau, mich erstmal rauslassen. Oh... Ja, ich, die Überlegungen und so sind auch bei mir vorhanden.
Sehr gut. Also so ist nicht. Also ich funktioniere noch. Zumindest mein Kopf. So, jetzt, was wollte ich? Achso, du setzt jetzt einmal die Portale da drin. Bitte. Da musst du mich aber gleich hier durch dann lassen können. Ja. Ich soll hier einfach zack und wo noch? Unten irgendwo, damit ich auch wieder zurück kann. Ja. So, genau, jetzt kommst du hier wieder rein, warte. Ja, ich lädt mich da mal durch. Und zwar jetzt? Ja. So, jetzt geh ich. Nee, boah, du musst mich jetzt. Wird? Ich muss ja jetzt hier mein Portal hinsetzen. Ich kann da auch das Blaue da hinsetzen. Obwohl, das ist ja auch Quatsch. Mist. Ist das Quatsch? Kann nicht einfach. Du. Ja. Das funktioniert ja gar nicht. Jetzt ist mein Gedanke von gerade schon wieder weg. Weil der von deinem überschrieben wurde. Du alter Überschreiber. Entschuldige bitte. Ja. Speicherplatz muss optimal genutzt werden. Ich geh einfach mal da durch. So, zack. So, jetzt? Ja, ich komme jetzt hier nicht raus. Dort klar kommst du da raus. Na gut, Nö. Kommst du nicht. Wo hast du denn dein rotes? Ja, noch gar nicht. Achso. Dann tu das doch vielleicht ja nach außen. Machen. Da, wo man rausgehen kann, dann. Ne? Musst du irgendwie hoch. Achso, ja, ich verstehe. Ich musste irgendwie hoch. Ja gut, warte. Ich kann ja genau. Ich kann ja. Achso, ist ja hier unten der Knopf. Ja, egal. Ich muss da irgendwie. So. Muss ich? Nee, ich muss dich dann. So. Ich muss. Was muss ich denn jetzt eigentlich? Du musst dein blaues nochmal bitte irgendwo da in den Raum, dein dunkelblaues. Wieso? Damit ich dann da hinten in den Raum reinkomme. Aber das kannst du auch jetzt schon dann gleich. Du musst dein gelbes hier hinsetzen. Ja, das ist klar. Ja. Aber ich muss jetzt gleich dann wieder aus dem. Ich muss ja auch rauskommen. Nee, du kannst hier drin bleiben. Boah. Glaube ich. Ich könnte, klar. Man kann so einiges. Soll ich jetzt hier nochmal. Nee, was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun? Ich glaube, hier draußen ein. Ich hätte gerade den Masterplan, aber wie gesagt, ne? Ja, okay. So, jetzt ist es draußen. Okay, jetzt gehe ich mal hier durch mein Portal durch. Ja. Jetzt ich könnte lässt auch. Du mich hier rein. Bitte? Was? Oh. Du kannst doch durch mein blaues, aber es ist auch egal. Ja, jetzt kannst du. Ich geh durch. Stimmt. Jetzt habe ich extra aufgemacht. Ja, dann stell dich auf den Knopf. Und dann geh durch mein blaues durch. Nee, ich gehe auf den Knopf da hinten. Da ist ja alles kein Probleme. Oh. Okay, ist doch ein Problem. Verdammt. Okay, ja, wir kriegen den Würfel ja neu. Ja. Ich gehe nochmal zu dir da. Du gehst raus. Ja. Durch das Blaue. Setzt den Peter da so senkrecht nach oben. Genau, ja, richtig. Holst den neuen Würfel. Genau. Und dann geht das da oben rein. Genau, du hast vollkommen recht. Am besten das Richtige, sonst haben wir wieder Zeit geschindet. So. Und wir wollen nicht für geschundene Zeit aufkommen. Schabemf. So, jetzt gehe ich durch. Stopp, nicht bewegen. Was? Wieso? Nicht bewegen. Achso, stimmt. Ansonsten geht der Peter aus. Aha, du musst das machen. So? Ich verstehe. So, jetzt haben wir einen Würfel mehr. Es ist toll, dass du in dem verstehe. Das Wort hä mit drin ist. So, ups, ja. Was jetzt? Ich weiß nicht. Du hast ja gerade einen Würfel geholt, ne? Genau, jetzt haben wir einen Würfel mehr. Was haben wir? Haben davon einen Peter bekommen. So. Ach so, wir können ja jetzt mit dem. Nee, doch. Ich glaube, es ist so einfach. Ja, jetzt ist durch das Thema. Ist es so einfach? Oh. Es ist so einfach. Na, hier unten haben wir jetzt einen Würfel, den können wir darauf legen. Darauf legen. Wir können ja jetzt einfach hier, wir brauchen nämlich. Da die Bridge, genau. Brauche ich meine Portale noch? Nee, ne? Nö. Das heißt, hier haben wir eins. Ne. Und da eins. Und gebe dann. Bitte, geh da rein. Ich geb dir den Würfel hoch. Ich freue mich. Kann ich ja gar nicht, du musst ja erstmal reinkommen. Nee, ja. Nee, hättest du ja auch so können, aber ist ja. Ne? Warum brauche ich einen Würfel? Der soll da drauf. Ach nee, der muss ja auf den Peter.
Das stimmt. Nee, hier muss auch einer hin. Gib her. Gif. Wo? Oh. So. Muss eigentlich... So. Ach doch, ja, ja, genau. Genau, jetzt sind wir geschützt von den Geschützen da oben. Wären ja auch genau, toll, ne? Vor jetzt Geschützen muss schützen. Der hier? Der muss jetzt... Ja, du hättest noch mal ein Portal zu mir rauswerfen können, weil du brauchst ja eh eins. Ja, genau, aha, aha. So, so. Ich lette dich mal hier rein. Ach ja, richtig, ja. Wir sind heute in Lettland. Ach so, ist ja noch alles gut. Wir übertragen heute live aus Lettland. Ja. So. Oh. Ladi. Also halt, stopp, ich muss noch mal reinkommen. Du kommst da durch. Genau. Du kannst so einfach hochspringen, oder nicht? Wollen wir Hand in Hand schweben? Live and let land die. Oh. Hallo. Hi. Hui, ich mache eine Rolle durch dich. Gucke mal die Leute auf dich zu gucken. Keine Chance haben sie. So. Haben wir es echt geschafft gerade? Schwupps. Ich bin ein Hauch begeistert. Ich auch, ja. Fände ich auch nochmal toll, wenn hier nach dem Ausgang noch eine zweite Kammer käme, so als Reinlegung. Ja. Um mal nicht Verarschung zu sagen. Rein? Ja. Ne? Nee, das war jetzt aber schnell. Das war, also dafür, dass es so, ne, so eine trickige Karte sein sollte. Ich hatte zwar kurzzeitig, war schon mal kurz in meinem Gehirn, es hat gesagt, nö, ich geh schlafen. Das ist bei dir, aber, das geht aber bei dir auch relativ schnell, habe ich den Eindruck. Das ist immer so, was im Supermarktregal die 5-Minuten-Terrine ist, ist bei dir das 5-Minuten-Gehirn. Danach ja, das habe ich aber auch nur zeitweise. Danach ist es heiß und schmeckt nach nichts. Hä? Hi. Ja. Das ist gut. Schön. Würde ich sagen... Kniebeugen für den Weltfrieden? Genau. 3 Stück. Hatten wir lange nicht mehr. Ja. Da, reicht so. Aber. Wir wollen nicht zu viel Weltfrieden. Sonst haben wir... Sonst wird es auch langweilig. So. Ja, war nett. Ja, fand ich also auch. Also schön, kompakt. Nur das Nötigste vorhanden, finde ich gut. Ja. Muss ich ja mal sagen. Ja, und ich finde halt die kleine Mietzekatze, finde ich, so schön. Mietzekatze? Mietzekatze! Ja, und eine kleine Mietzekatze macht Mietzekotze. Wenn sie was Falsches isst. Das ist ja dann eher ein Mietzekötzchen, ne? Da gab es so ein lustiges Gedicht von Johann König zu. Was ich gerade mal nicht, was ich gerade spontan vergessen habe. Ja. Und natürlich aus copyright-technischen Gesetzen nicht rezitieren kann hier in diesem Augenblick. Das stimmt ja sogar in dem Fall, Mensch. Das stimmt sogar, es ist trotzdem nur eine faule Ausrede gewesen. Aber ist egal. Tja. Ja. Faul ausreden lasse ich den Knasti nicht, denn ich würge ihn einfach ab, bevor er etwas sagen kann. Das war alles die Kammer Point Black Co-op von Gamzi Makara. Ja, Makara machen, ne? So. Tschüss. Hallo?